Martin Steinegger, EAC Biel im Playoff-Final. Wie tönt das? Gut. Was sind die ersten Emotionen? Nur gut kann es nicht sein, oder? Erleichterung, aber ja, es ist das Finale. Es ist ja noch nicht gewonnen. Von dem her kann man noch nicht, wenn man es noch nicht mitmacht. Also es ist noch eine riesige Aufgabe für uns. Und ich glaube, jeder ist sich bewusst von der Situation. Und wir werden uns bestmöglich vorbereiten. Aber es ist natürlich eine tolle Geschichte. Und ich glaube, es waren vier unglaubliche Spiele von uns, die Serie. Also man schlägt den ZSC in einem Sweep mit 4-0. Also wenn man das vor der Saison gesagt hat, wo nicht so viele Leute das glauben, was haben Sie das Gefühl in dieser Serie? Was war der Unterschied gewesen? Oder der grosse Unterschied? Heute war das Powerplay gewesen, aber sonst, dass man viermal hintereinander den grossen ZSC können schlagen. Ich glaube einfach, wir haben wirklich viermal eine unglaublich gute Teamleistung angebracht. Und es wird sehr auf dem ZSC rumgehackt, aber ich glaube, wir haben nicht gesehen, wie viel es mir gelaufen sind, was wir die Löcher zugemacht haben, was wir für eine Teamsolidarität hatten, Loyalität. Und ich glaube, das war der Unterschied gewesen. Und ich glaube, wir haben es wirklich verdient und wir haben extrem tolle Leistung gezeigt über die vier Spiele. Das ist historisch. Die Fans singen das Finale. Da hinten sind Spieler und Fans zusammen. Nochmal kurz die Bilder. Wie fassen Sie die zusammen? Ja, es ist natürlich, wenn man unsere Geschichte anschaut, die letzten 4, 5, 6 Jahre, ist man immer einen Schritt weitergekommen, vielleicht wieder einen zurück. Aber es ist immer so, man muss vielleicht zwischen einen zurückgehen, für zwei vorne zu gehen. Und ich glaube, unsere tollen Fans haben so verdient. Ich meine, die Spiele in den Playoffs unglaubliche Stimmung gemacht. Und ja, ihr wartet natürlich das jetzt auch im Finale. Danke vielmals und viel Glück für das Finale. Merci vielmals.